Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu meinem zweiten Unhaul-Video. Ja genau, ich habe endlich mal Bücher aussortiert. Also eigentlich mache ich das regelmäßig, dass ich immer dann im Monat, wenn mir ein Buch nicht so extrem gut gefallen hat oder ich eben weiß, dass ich es nicht mehr lesen möchte, dann lege ich es zur Seite und dann, wenn sich ein bisschen was angehäuft hat, dann verkaufe ich das oder schenke das her, wie auch immer. Nur jetzt, da wir eben umgezogen sind, ja, habe ich doch einiges direkt auf einmal aussortiert und da dachte ich eben, ich zeige euch das direkt. Und jetzt haben wir hier quasi den zweiten Teil. Im i und in der Infobox werdet ihr direkt zum ersten Teil dann kommen. Da könnt ihr euch dann, ja, nochmal alle Bücher quasi zusammen angucken mit diesem Video, wenn ihr das möchtet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil, wie schon gesagt. Ein ungelesenes Buch, nämlich Die letzten Tage von Rabbit Hayes von Anna McPartlin, zieht leider bei mir aus. Ich habe das jetzt schon tatsächlich sehr, 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 sehr lange auf dem Sub und habe seitdem nicht dazu gegriffen. Es geht hier um eine Person, die krank ist, beziehungsweise weiß, dass sie eben bald stirbt. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie an einer Krankheit leidet und ja. Das soll eine sehr extreme Geschichte sein, eine bewegende. Wahrscheinlich habe ich deswegen noch nicht dazu gegriffen, weil ich mich vielleicht nicht so richtig traue. Jedenfalls zieht es jetzt leider aus. Ebenfalls auch dieses Buch hier, Im Labyrinth der Scientology von Norbert Potthoff. Eigentlich interessieren mich Sekten extrem. Entschuldigung, ich muss mich mal kurz etwas anders hinsetzen. Das Sitzen auf dem Boden bin ich irgendwie doch noch nicht so gewohnt beim Film. ja, also das ist die Geschichte des Ausstiegs aus Scientology von eben dem Autor. Ich fand es damals super interessant, aber auch das liegt schon lange auf dem Sub und ich habe es immer noch nicht gelesen. Deswegen weg damit. Das ist ein gelesenes Buch, Wie Wölfe im Winter, habe ich auch als sehr, sehr, sehr gut bewertet. Also da gibt es eine sehr gute Rezension von mir. Ich finde das Buch auch jetzt nach wie vor, wenn ich rückwirkend darüber nachdenke, was da so passiert ist, auch immer noch sehr gut. Das habt ihr aber auch im ersten Teil gesehen, dass ich tatsächlich auch Bücher aussortiere, die mir gut gefallen haben, weil ich weiß, dass ich es eben nicht mehr lesen werde und ich möchte dann den Büchern ein schöneres Zuhause geben oder ja, wenn ich weiß, vor allem Thriller hier kommen bei einer Bekannten von mir sehr gut an, dann ja, weiß ich, dass es nochmal gelesen und geliebt wird, hoffentlich. Deswegen auch weg damit. Angriff aus dem Netz. Auch das ist ein Buch, das mich extrem interessiert, auch jetzt, nachdem ich mir nochmal den Klappentext durchgelesen habe. Aber auch das liegt schon so lange ungelesen hier rum und deswegen, wenn ich es mir jetzt schon wieder durchlese, das ist einfach hier ein Hackerbuch. Der nächste Krieg beginnt über im Cyberspace und das stimmt irgendwie. Also da muss ich dann tatsächlich zustimmen. Ich habe auch die Vermutung, dass das so kommen wird, aber ich weiß einfach, ich habe bisher noch nicht dazu gegriffen, deswegen schweren Herzens gebe ich es weg. Genauso schwer fällt es mir, diese Bücher hier wegzugeben. Das sind einige, die ich besitze aus dieser Reihe hier. Wie nennen die sich denn? Freche Mädchen? Nee, da gab es, glaube ich, nochmal eine andere. Doch, Freche Mädchen, freche Bücher, genau. So heißt diese Reihe, da gibt es einige Bände. Bestimmt sagt es jetzt auch dem einen oder anderen da draußen von euch was. Ich habe, weiß nicht, 6, 7 hier, aber habe bestimmt auch noch mehr irgendwo bei meinen Eltern. Aber ich werde sie jetzt weggeben. Hab schon überlegt, ob ich sie im Keller irgendwie stapeln soll. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich dann irgendwann mal in ein paar Jahren Kinder haben sollte, dass ich es dann wirklich so lange aufhebe, bis ich eine Tochter habe, die, man muss dann auch mal dazu sagen, dass sie überhaupt dann erstmal eine Tochter bekommen muss. Und die muss dann auch in dem Alter sein, in dem man gerne solche Bücher liest. Dann muss sie auch noch gerne lesen wollen. Und dann müssen die Bücher auch immer noch aktuell sein. Also das sind alles so Faktoren, wo ich mir dann denke, nee, ich gebe sie lieber jetzt jemandem, der hoffentlich Freude dran hat. Und dann,
Aber gerade dieses Buch hier, Sushi-Kriminale, würde ich irgendwie trotzdem gerne nochmal lesen, so auf die guten alten Zeiten. Aber ich weiß genau, dass es mir jetzt nicht mehr gefallen wird. Oder habt ihr eins von diesen frechen Mädchen, freche Bücher schon gelesen und immer noch für gut befunden? Dann lasst es mich bitte wissen, weil dann lese ich vielleicht doch mal noch ein Buch davon. Ja, nochmal zur Abwechslung ein gelesenes Buch, und zwar Die Teerose von Jennifer Donnelly. Ein Buch, von dem ich mir sehr viel erwartet habe, das mich aber dann doch ein wenig enttäuscht hat. Also hauptsächlich eigentlich eher den Schluss als die komplette Geschichte, aber ich möchte mit dieser Reihe nicht mehr weiterlesen und habe auch sonst kein Interesse daran, das Buch jetzt nochmal komplett zu lesen. Deswegen zieht das auch aus. So, jetzt habe ich zwei englische Bücher noch hier. Oh. Ah, es sind sogar drei, wie ich sehe. Vielleicht kommt sogar später noch eins. Aber ja, also ich habe drei Bücher im Englischen. Die habe ich mir damals bei Chapters in Dublin gekauft. Ein Laden, den ich über alles liebe. Und wir gehen jetzt im Januar wieder nach Dublin. Ich freue mich so extrem drauf. Und ich muss meinen Freund einfach mitschleppen in Chapters. Joe Abercrombie, Red Country, ein Buch, das ich unglaublich schön finde, aber von dem ich glaube, dass es der dritte Band der Reihe ist, und ich zweifle, dass ich den ersten und zweiten auch in dieser schönen gebundenen Ausgabe bekomme. Es hat mich nur 6 Euro gekostet. Ich hoffe, dass ich es irgendwie jetzt verkaufen kann oder wie auch immer. Falls ihr wisst, dass das der erste Band ist, dann bitte, bitte, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Ich konnte es irgendwie auch nicht wirklich rausfinden. Vielleicht habe ich auch falsch gesucht. Ich muss mal auf Lovely Books vielleicht gucken. Es ist auf jeden Fall ein historischer Roman. Ich denke, das sieht man auch. Und eigentlich habe ich auch voll Bock drauf, aber ne? Das sind nur zwei von dreieinhalb Regalen und ich brauche noch ein viertes, vielleicht sogar noch ein fünftes. Und die meisten Bücher hier sind noch nicht gelesen. Also ohne Kommentar. Ja, außerdem ist hier noch Revival, Death Won't Silence Them. Auch ein Buch, das mich von der Thematik her unglaublich interessiert. Es geht hier nämlich, soweit ich das ja auch so jetzt dem Aussehen entnehmen kann, um Zombies. Und Zombies ist ein Thema, das mich sehr interessiert in Büchern und Filmen. Auch hier, falls es jemand schon gelesen hat, bitte in die Kommentare. Ich bin seit 2000 und wann bin ich zurückgekommen von Dublin? Ich glaube, 2016 bin ich wieder zurück und habe diese Bücher immer noch nicht angefasst. Demnach, ja. Sie müssen eigentlich weg, weil das ist doch ein Zeichen, dass es mich vielleicht wirklich nicht interessiert. Auch bei diesem Buch hier bin ich mir relativ unsicher, ob ich es aussortieren möchte, denn es geht hier darum, dass es eine Parallelwelt oder ein Parallel-Paris quasi gibt. Und immer wenn so Parallelwelten und sowas in die Richtung geht, finde ich super interessant. Entschuldigung, ich glaube, ich bewege die Kamera jetzt hier ein bisschen hin und her, aber ich weiß nicht, wie ich mich anders hinsetzen soll, als dass meine Füße jetzt am Stativ sind. Also Verzeihung. Ja, jedenfalls, immer wenn es um Parallelwelten geht, bin ich interessiert daran. Aber auf der anderen Seite mag ich eigentlich Urban Fantasy auch nicht. Und ich glaube, wenn es Parallelwelten gibt zur eigentlichen Welt, ist das mehr oder weniger Urban Fantasy. Ja, also es widerspricht sich so ein bisschen. Ich finde das Cover auch nicht so ganz ansprechend. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch noch nicht dazu gegriffen. Aber wenn ihr dieses Buch schon gelesen habt, ne, ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr es gut fandet. Ja. Ein gelesenes Buch wieder zur Abwechslung ist Göttlich verdammt. Ich habe alle Bücher dieser Reihe aussortiert, denn sie haben mir gut gefallen, aber sie waren jetzt nicht so bombastisch gut. Deswegen ziehen sie aus. Ich werde es nicht nochmal lesen. Außerdem mag ich die Taschenbücher da auch nicht so gerne, weil da kriegt man super leicht Leserillen rein und das frustriert mich immer. Der gute Psychologe von Noam Spencer zieht auch aus. Es interessiert mich von der Thematik auch extrem. Ich mag Psychologie. Das ist ein Themengebiet, auf das ich mich sehr interessiere oder für das ich mich sehr interessiere. Ich hätte auch sehr gerne Psychologie studiert, wenn es denn kein Numerus Clausus auf dieses Fach geben würde. Aber das nur am Rande. Ich greife aber nicht dazu. Das ist so ein kleines, unscheinbares Buch und es gibt dann doch andere Bücher, die mich mehr interessieren. Vielleicht ist das eher was fürs
Erwachsenenalter, aber dann kann ich es mir immer noch kaufen, wenn es mich dann interessiert. So. Ein ganz, ganz, ganz kleines Mini-Büchlein. Es ist nämlich, ja, eigentlich kleiner als mein Kopf. Wie du eben so, ich dir von Beatrice Gurian sieht aus. Ich habe vor, ja, ein paar Jahren diese Arena-Vorlage gelesen. Fand die ganz okay, aber dann habe ich ziemlich direkt danach mich für die extremeren Erwachsenen-Thriller interessiert und demnach ist das nichts mehr für mich. Das zieht weg oder aus. Genauso wie Animal Farm von George Orwell. Ich mag diese Ausgabe überhaupt nicht und habe bisher auch immer noch nicht dazu gegriffen. Ich habe es leider immer noch nicht gelesen. Ich finde nämlich cool, dass hier Tiere mit Menschen verglichen sind, beziehungsweise die Tiere in diesem Buch sind Metaphern oder stehen symbolisch für bestimmte Menschen. Das finde ich super interessant. Wenn ich diesen Klassiker gerne nochmal lesen würde, kaufe ich mir eine schönere Ausgabe. Und dann lese ich es auch hoffentlich. Dieses Buch habe ich gelesen. Unnützes Wissen von Neon. Ist ganz lustig, aber ich greife mittlerweile nicht mehr dazu. Also ich blätter da immer mal wieder ganz gerne rum. Die Länge der deutschen Autobahn beträgt insgesamt 12.800 Kilometer. Oder Angela Merkel isst als Dessert gern Käse. Ja, also wirklich unnützes Wissen. Mittlerweile, ja, weiß nicht. Ich kann einfach nicht mehr so wirklich was mit anfangen, deswegen zieht das aus. Diese drei Büchlein habe ich damals für 1 Euro beim Aldi gekauft. Da gab es dann irgendwann mal wirklich Bücher. Das sind ja so drei Thriller. Ich hoffe, es fokussiert, aber das tut es natürlich nicht. Jetzt. Genau, von dem Universo Verlag. Einmal das Puppenkind, das ist ein Kriminalroman, ein Buch über Bücher, wenn Bücher töten, auch ein Kriminalroman und Pharmakos, wenn in dir die Bombe tickt, ein Thriller. Von der Thematik her auch immer noch alle super cool, aber auch hier, mich spricht wahrscheinlich dann doch dieses sehr billig produzierte Cover oder die Ausgaben nicht so an. Ich meine, klar, für 1 Euro, was will man erwarten? Das war zu einer Zeit, da war das eher so, Hauptsache, ich habe Bücher zum Lesen. Jetzt ist es mehr so, ich möchte aber auch schöne Bücher haben. Ich weiß, ich bin total verwöhnt geworden. Aber so ist es leider. Deswegen, die ziehen jetzt auch aus. Ich zeige euch jetzt ein Buch der Reihe, die als nächstes kommt. Ich werde die Biss-Reihe aussortieren. Ich habe zwar gerade immer trotz allem mega Bock, die nochmal zu lesen. Aber ich weiß, dass ich es trotzdem niemals tun werde, weil die Filme mir leider diese Reihe so vermiest haben. Und wahrscheinlich werde ich auch nur noch diesen Edward Cullen und diese Bella aus dem Film im Kopf haben. Und es hat mir einfach nicht gut gefallen. Also Bella, Kirsten Stewart heißt sie, ist für mich eine der schlechtesten Schauspielerinnen überhaupt. Ja, und auch hier Edward Cullen, wie heißt er denn nochmal, der Schauspieler? Ihr wisst aber auf jeden Fall, wen ich meine. Ja, den fand ich auch nicht gut. Ich erinnere mich nur noch an diese Szene, wo Edward knurrt, weil Bella von 4 oder 3 Typen angekrapscht und belagert wird. Das Knurren hört sich an wie ein Rülpsen und das hat mir einfach alles versaut. Ja, deswegen zieht die Reihe aus. Vielleicht entscheide ich mich auch noch um, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es zieht aus. Jetzt haben wir hier noch einige dieser freche Mädchen, freche Bücher. Hier. Das sind aber auch immer noch nicht alle, die ich besessen habe. Oh, es tut mir echt weh, aber ich weiß nicht. Irgendwie. Falls ihr die Bücher wirklich kennt oder so, dann
und immer noch in einem Erwachsenenalter, in Anführungszeichen. Also ich bin jetzt 26 Jahre alt. Falls ihr das auch in so einem Alter gelesen habt und immer noch gut fandet, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ein ungelesenes Buch, und zwar Die Oberfläche des Glücks, habe ich erst vor relativ kurzer Zeit gekauft, aber beim erneuten Durchlesen des Klappentextes musste ich dann feststellen, dass mich die Thematik so gar nicht mehr interessiert. Ich glaube, das war ein Gratisbuch von Avell bei einem bestimmten Bestellwert und... Nee. Mm-mm. So, jetzt habe ich sogar noch zwei Bücher, die ich gelesen habe. Das sind auch Rezensionsexemplare. Übrigens war hier auch noch ein Rezensionsexemplar dabei. Ich weiß, ich darf keine Rezensionsexemplare verkaufen. Das mache ich auch nicht, um Gottes Willen, weil das ist für mich einfach was Schreckliches. Also ich habe die Bücher kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann kann ich doch nicht einfach hingehen und sie dann verkaufen, wenn ich sie gelesen habe. Also ich gebe die in gute Hände. Ich weiß schon teilweise jemanden, der sie mir abnimmt. Teilweise verlose ich sie ja auch. Und dann habe ich hier auch noch einen Schrank, wo ich die Bücher abliefern kann. Also so ein Bücherregal, so einen öffentlichen. Ja. Jedenfalls geht es um Die Schule der Nacht von Anna A. MacDonald aus dem Penhaligon Verlag. Ein Buch, das mir mittelmäßig gut gefallen hat und ich weiß, dass ich es nicht mehr lesen werde. Deswegen weg damit. Und aus dem gleichen Grund fliegt auch dieses Buch hier raus. Das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swiler. Also ich habe das Buch gehört. Also beim Verlauf der Geschichte ist es wirklich spannend und cool und die Charaktere sind einem auch ans Herz gewachsen. Ups. So ging es auf jeden Fall mir. Ja. Aber ich sortiere es jetzt aus. So, jetzt packe ich den Knaller aus. Ihr werdet mich vielleicht alle hassen. Aber ich sortiere die Herr der Ringe-Trilogie aus. Ja, ich weiß. Warum? Ich bin ein Fantasy-Fan und das ist quasi das Fantasy-Buch der Fantasy-Bücher. Warum sortiere ich es aus? Der Grund ist ziemlich blöd. Bestimmt für einige von euch da draußen, aber andere verstehen mich vielleicht. Mir gefällt das Cover nicht. Oder die Cover. Dieses grüne und dann dieses Auge. Wobei das Auge eigentlich noch ganz cool ist, aber nein. Ich finde es einfach so hässlich, dass ich keinen Bock drauf habe, das zu lesen. Und es ist so bescheuert, ich weiß, aber so ist es einfach. Es gibt halt andere Bücher, die haben so schöne Cover und da habe ich viel mehr Lust darauf, sie zu lesen. Leider, leider, leider. Ja, deswegen zieht diese Trilogie aus. Ich werde mir irgendwann, wenn ich ganz extrem viel Lust auf Herr der Ringe habe, entweder die Filme angucken, nein, oder diese extrem coole, große rote Ausgabe. Die gibt es, glaube ich, im Hardcover. Es gibt eine limitierte, aber ich glaube, man kann die im Hardcover auch nicht limitiert kaufen, soweit ich weiß. Oder eben als Taschenbuch. Ja, und sie sind rot und rot finde ich viel schöner als grün. Tut mir leid. Ja, das sind die Bücher, die ich aussortiert habe. Im ersten Video könnt ihr übrigens auch eine Kleinigkeit gewinnen. Also es sind einige der Bücher, die ich aussortiert habe, denn im ersten Teil zeige ich euch hauptsächlich meine Rezi-Exemplare, die ich hergebe. Und da könnt ihr dann einiges auch gewinnen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut da doch auf jeden Fall gerne noch vorbei. Genau. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr möchtet. Macht es gut, bis dahin. Tschüss!